Goes VR in Back to Dinosaur Island, einem kleinen Projekt von Crytek, das sich zu einem großen Projekt noch wandeln wird. Ich kenne es schon, der Fritz noch nicht. Der Fritz ist ein großer Dinosaurier-Fan. Soll er sich doch mal reinziehen. Willkommen bei CryEngine. Okay, das ist jetzt schon eine andere Hausnummer. Das sieht schon etwas anders aus. Holla, holla. Ja, oh, das braucht aber auch einen etwas anderen Rechner. Ja. Als es zuckert so ein bisschen. Oh, schau mal, das ist ein Dino. Was die normalen Menschen zu Hause haben. Aber cool, dass es so ein bisschen so den Kreis schlägt. Oh, wow. Die Libelle. Hey, hallo. Ja, denn das erste Projekt von Crytek überhaupt war X-Isle, das später zu Far Cry wurde. Leider ohne Dinos dann. Ja, X-Isle war so eine Technik-Demo, ne? Da waren genau. Dann noch Dinos dabei. Ich finde ja, dass es zu wenig Dino-Solo-Spiele gibt. So ein nettes Arc ist, aber ich hätte gerne ein Story-Spiel mit Dinos. Das fertige Projekt hier, also das ist jetzt eine Tech-Demo, die irgendwann zu Robinson The Journey wird auf der PlayStation 4. Erstmal exklusiv für PlayStation VR, auch von Crytek. Da fliegt er weg. Ey, hallo? Vorsicht. Das wird so eine Solo-Experience mit Dinosauriern und so. Könnte ganz cool werden. Crytek macht außerdem so ein Kletterspiel namens Hey Aua. Was? Entschuldigung. Namens The Climb. Warum greift er mich an? Jetzt fliegt er weg. Ja. Die Libelle war noch das geringste Problem. Okay. Oh, okay. Das sieht ja super aus. Das ist jetzt der Moment, wo ihr leider wieder nicht sehen könnt, wie krass das mit Brille aussieht. Weil man eben gar nicht vorstellen kann, wie groß der T-Rex ist. Krass! Reiß hier gleich die Kabel raus, oder? Ja, bleib mal cool. Alter, ist der groß! Okay. Aber er hat nichts gegen dich, oder? Ich meine, er hockst zwar in seinen Eiern drin, aber... Oh, da ist der Kollege auf Jagd. Wie krass diese Größenverhältnisse in diesen Spielen immer rüberkommen. Mhm. Und davon sieht man im Video dann immer gar nichts, aber also, das ist schon Wahnsinn mit dem ganzen VR. Wow, hey. Oh, die Baby-Dinos haben wir jetzt leider nicht mehr gesehen, das war es auch schon. Die gibt es auch gar nicht zu sehen, oder? Man kann die gar nicht sehen. Nee. Schade. Oh, krass. Kurzer Vorgeschmack auf Robinson The Journey, bald auch auf PlayStation VR, irgendwann für die Rift wahrscheinlich auch. Wie irre ist denn das bitte? Also wie nah? Das ist wirklich... Also man geht einfach echt zurück. Es ist, als würde das Ding hier im Raum stehen. Ich glaube, ich mache das jetzt auch nochmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.